geworfen. Der Gerhard Löwenthal ist nur nach langwierigen Operationen, schwierigen Operationen von seinem Stuhl getrennt worden. Er hat sehr... nun musste er abgehen und der Mann hat so lange gekämpft und ich habe sehr viel Respekt vor ihm. Und ich meine, irgendeine Laudatio muss der Mann haben und nachdem er sie selber nicht machen wird, mache ich sie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das ZDF-Magazin verliert mit mir einen Mann, den zu ersetzen nur ich selbst in der Lage wäre. Wenn nicht eine kommunistische Verschwörung mit dem Intendanten des ZDF, Herrn Dr. Stolter, an der Spitze und dem SPD-Genossen Reinhard Appel zur Seite und den kommunistischen Sympathisanten des linksradikalen Flügels der CDU dafür gesorgt hätten, dass einer der unerschrockensten Mahner in unserer Republik, nämlich ich, in den Keller des Widerstands gestoßen wurde. Mit mir, liebe Zuschauer, ist der Damm gebrochen und die rote Flut wird diese Republik hinwegspülen. Wie der amerikanische Präsident, der bei seinem Zusammentreffen mit dem roten Schaumschläger Gorbatschow in Genf eindeutig durch eine Gehirnwäsche seitens des amerikanischen Botschafters, der eine Tante in Kiew hat, zu einem willenlosen Werkzeug der Sowjets gemacht worden ist, dass seine Heiligkeit Papst Wojtyla nicht in einen Schrei der Empörung ausgebrochen ist, als Gorbatschow diese Wiedergeburt Stalins im westlichen Maßanzug bei seinem Vorhaben, den Westen völlig zu entwaffnen, Gott zu Hilfe gerufen hat, beweist wieder einmal, dass auch die Kirche in all den Jahren nicht auf mich gehört hat. Dass ich im Osten immer den Morgenrot gesehen habe, wissen meine Freunde Bachmann und Kurt Ziesel, wie alle aufrechten Demokraten mir eine Träne nachweinen werden, die aus dem Auge kommen wird, auf dem sie blind sind. Ich werde, liebe Zuschauer, weiter wach bleiben. Wenn ich nach Hause komme, werde ich erst in den Kühlschrank schauen, ob sie dort ein Kommunist versteckt hält. Und selbst wenn ich in den Spiegel schaue, werde ich zu mir sagen, Gerhard Löwenthal, ich trau dir nicht und Ihnen, liebe Zuschauer, schon gar nicht guten Abend.